Ich bin die Vicky. Ich Mike. Hi. In diesem Video stellen wir euch einen Campingplatz vor in Spanien, Las Dunas. Und da ist wo genau der Campingplatz? An der schönen Costa Brava. Anhand des Titelbilds konntest du schon erahnen, warum wir nicht nochmal herkommen würden, obwohl der Campingplatz wirklich sehr, sehr schön ist. Und wenn du das genau wissen möchtest, wieso, weshalb, warum, dann bleib dran bis zum Schluss. Damit du erstmal einen Überblick hast, wo wir hier überhaupt sind, habe ich da mal was vorbereitet für euch. Und zwar eine ganz kleine Übersichtskarte. Wenn du mir da einmal kurz assistieren kannst. Wie ihr seht, Mittelmeer, Strand, das ist alles Campingplatz. Wird nochmal unterteilt mit Haustieren, ohne Haustieren. Wir stehen ungefähr hier, also relativ nah am Strand sogar, wie ihr seht. Hier ist die Einfahrt in die Rezeption. Da ist auch der Supermarkt, da ist der Aquapark. Mehrere Waschhäuser, diese großen braunen Sachen sind das alles. Unterteilt in verschiedene Bereiche dieser Campingplatz. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Premiumplatz hier. D5, Reihe D5 bedeutet quasi fünfte Reihe vom Strand. Relativ nah gegenüber ist ein Waschhaus. Premiumplatz in dem Sinn, wir haben quasi einmal alles hier. Es sind ca. 100 Quadratmeter. Wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben theoretisch sogar Abwasser, wenn wir einen Langschlauch mit hätten. Und es gibt einen LAN-Steckplatz, was ganz Besonderes hier. Brauchst du aber auch wahrscheinlich, wenn du Internet haben möchtest, weil Mobilfunk. Und WLAN vom Campingplatz auch nicht so. Und deswegen hier bei Premium hast du die Möglichkeit, vorne an der Rezeption für 5 Euro am Tag so einen kleinen WLAN-Router zu mieten mit passendem langen LAN-Kabel. Steckst du an und seitdem ist Internet hier kein Thema mehr. Das läuft. Ganz wichtig zu erwähnen, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, als ich den Stellplatz gebucht habe, wollte ich unbedingt erste Reihe einen Stellplatz haben. Aufgrund einer Empfehlung. Es war aber nichts mehr frei, das heißt, wir sind jetzt 5 Reihen weiter vorgelandet. Zum Glück, so die erste Reihe ist überhaupt nicht zu empfehlen, weil dort vorne ist es extrem laut und du hast keine Ruhe. Also das auf jeden Fall vorneweg gleich mitzusagen. Genau, da gibt es quasi so eine Beach-Restaurant-Kiosk und da ist abends auch die Kinderanimation und macht das da auf ist ein gar bisschen keinen Fall. Mehr Stimmung. Ja. Na? Und es laufen dort alle dran vorbei, die quasi irgendwie zum Strand wollen oder später wieder zurück. Ja, genau. Ihr wollt sicherlich auch wissen, wie viel wir bezahlt haben für eine Woche. 727 Euro, also sehr, sehr teuer. Mhm. Ja gut, der Campingplatz bietet auch sehr viel, sei es die Kinderanimation, der kleine Aquapark, mehrere Sanitärhäuser, also Beachvolleyball, eigentlich gibt es alles an sämtlichen Sportarten. Ne? Genau, also du hast ja Tennisplätze, Fußballplätze, Basketballplätze, du hast dort hinten ein Outdoor-Fitness-Ding, du hast Minigolf, du hast alles. Wir fangen mal vorne bei der Rezeption an. Dort könnt ihr auf jeden Fall ein Mietauto mieten. Da könnt ihr einfach vorgehen und sagen, ihr wollt ein Mietauto. Das haben wir auch so gemacht. Die sprechen etwas Deutsch, aber am meisten klappt das hier mit Englisch ganz gut. Und da haben wir für 2 Tage ein Mietauto gemietet und das kam 180 Euro, das ist wirklich teuer. Also mit 220 Kilometern grob gefahren. Ja, und die Umgebung schön zurück. Weil wir dadurch wirklich sehr tolle Orte gesehen haben, die wir hätten so ja nicht gesehen ohne Auto. Ne? Genau. Dann bietet der Campingplatz eine eigene Wäscherei, die haben wir auch schon 2-mal genutzt. Da kostet Waschen und Trocknen 13 Euro, auch kein Schnäppchen. Nützt aber nichts. Du musst aber nichts machen, außer Wäsche hinschaffen und dann fertig wieder abholen. Genau. Da gibt es direkt welche, die das dann für dich waschen. Es gibt einen Arzt, es gibt glaube ich auch einen Tierarzt. Da ist dann irgendwie eine Stunde am Tag da. Und Geldautomaten, 2 Stück. Geldautomaten, 2 Stück. Und was auch ein Highlight ist auf diesem Campingplatz, ist der Supermarkt. Ja. Blenden wir euch alles ein. Genau. Ich habe einiges aufgenommen mit dem Mike und da seht ihr den von innen. Also wirklich, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Das Ding ist voll ausgestattet. Ja, wirklich voll Gefühlt besser als ein kleiner Supermarkt bei uns in Deutschland auf dem Dorf. Ja, auf jeden Der Fall. Der hat nicht so viel wie die. Die haben sogar teilweise Campingartikel, also falls du irgendwie noch was vergessen hast, Chemie für Toilette oder Klopapier oder keine Ahnung, Sachen für den Camper, Gasflaschen, kleine Gaskartuschen, kannst du alles in dem Supermarkt kaufen. Wie gesagt, da eine Bäckerei ist drin. Richtig.
Weil dann für die Brötchen, die backen frische Brötchen, Croissants, Donuts, alles was du willst, dein Herz begehrt, kannst du dir dort quasi holen. Das ist eine eigene Bäckerei drin. Ja. Öffnungszeiten 8 bis 19, glaube ich. Oder bis 20. Ich habe es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall durchgehen. Ja. Das ist ja viel wert, weil nämlich die Wäscherei als auch der Souvenirladen haben zwischen 13 und 16 Uhr komplett zu. Siesta. Genau. Der Souvenirladen ist, würde ich behaupten, ein kleiner Fritz Berger. Der ist echt ganz cool. Also da gibt es wirklich einiges. Da lachst du, ne? Ja. Da gibt es wirklich einiges. Also du kannst dort von kleinen Campingstühlen zu Campingwerkzeugen im Hammer, verschiedene Luftmatratzen, Sonnenschirm, Sonnenschutznetze, falls du das vergessen hast, kannst du auch solche Sonnenschutznetze hier noch kaufen. Und klassische Souvenirs wie Magneten, Postkarten und so weiter. Ne? Genau. Also Strandspielzeug für Kinder, da gibt es alles. Und es ist auch nicht überteuert, das auch nochmal zu erwähnen. Also der Supermarkt ist natürlich teurer, aber der Souvenirladen, den finde ich völlig okay vom Preis. Also ja, genau. Passt. Wer ein eigenes Auto hat, den empfehlen mir aber außerhalb vom Campingplatz einkaufen zu gehen. Da ist ein Supermarkt 4 oder 5 Kilometer entfernt. Mhm. Kostet es nämlich echt wesentlich weniger und eine mega Auswahl. Das ist der kleinere Kaufland. Für dich ist das das kleine Kaufland, ja. Ein bisschen auch richtig cool. Anordnung der Regale, aber ansonsten. Ja, würdest du dich doch ein eigenes Video dazu lohnen? Nein, da zwei, wir nicht, aber war, echt ganz cool. Ja. Der Sandstrand, der ist kilometerlang, der ist unfassbar schön. Man läuft, also der Sand ist ganz, ganz weich. Ganz weich, das Wasser ist klar. Ja. Je nachdem, wie stark der Wind ist, hast du entsprechend kleine Wellen oder größere Wellen. Mega. Und wenn ihr hier seid, dann auf jeden Fall lohnt sich definitiv einmal zeitig aufstehen. Ja. Weil der Sonnenaufgang ist direkt über dem Meer. Und das sieht richtig den mega aus. Den konntet ihr gleich am Anfang des Videos sehen. Der Sonnenaufgang um 7 war da jetzt bei uns wirklich absolut traumhaft. Muss man einfach gesehen haben. Also wer hier ist, steht um 7 auf. Mache ich morgen früh auch. Ist die Frage der Fragen. Warum kommen wir nicht mal her? Warum würden wir auch nicht mal herkommen? Weil uns das einfach zu laut ist. Ich sag mal so, wir sind zur Zeit nur Erwachsene ohne Kinder. Genau das ist das wahrscheinlich, warum wir nicht mehr herkommen. Weil spätestens, wenn du hierher kommst mit Familie, mit Kindern und hast Beschäftigung für die Kinder, mit Kinderanimation, mit einem Kinderclub, mit den ganzen Rutschen und Aquapark, und dann bist du hier vollkommen richtig. Das ist weg. Also dann bist du hier wirklich richtig. Du kannst die den ganzen Tag hier beschäftigen. Ja. Die Kids auch am Strand. Das geht ganz flach ins Wasser, alles total easy. Auch mit Kindern alles schick. Halt entsprechend aber auch die Lautstärke. Aber da für uns Tatsache ist es dann nicht das Richtige. Ja. Wir waren auch das erste Mal auf so einem großen Campingplatz überhaupt. Das muss man auch dazu sagen. Tatsache, vielleicht sind wir da ein bisschen blauäugig rangegangen. Wir sind, glaube ich, eher die Typen für so kleine Kinder. Ja, die kleinen. Also wenn dann was Kleines, was ruhiger ist, das ist vielleicht eher so unser Ding. Wir haben das hier probiert. Ist nicht unseres, deswegen, ich glaube, also hierher kommen wir nicht mehr. Vielleicht probieren wir noch mal irgendwo einen anderen, auch einen großen. Weiß ich nicht, aber ich glaube, wir werden eher so die kleineren. Wir sind mehr für die kleineren, genau. Also deshalb an dich, wenn du noch kein Abo dagelassen hast, dann machst du das am besten jetzt gleich, weil dann verpasst du nämlich auch die Vorstellungen von kleineren Campingplätzen nicht. Genau. Und allgemein, was wir so machen. Genau, also schreibt mal rein, was ihr so macht. Kleine Campingplätze, große Campingplätze mit kompletten AI-Programm oder ganz autark. Alles ist möglich. Die großen sind, glaube ich, für uns auf jeden Fall nicht so persönlicher. Ne? Die kleinen Campingplätze sind halt auch nochmal persönlicher. Genau. Die haben mehr Charme. Wobei ich ja wirklich sehr positiv überrascht bin, wie sauber das hier ist. Das ist, also ich sehe hier nur Leute, die putzen. Die 5 Waschhäuser hier sind definitiv immer riesengroß sauber. Es gibt immer freie Toiletten, immer freie Duschen, freie Waschbecken. Du wirst für nie die Toiletten haben auch einen Klodeckel und Klopapier. Ist auch für viele wichtig. Gut, das war's. Das Schlusswort war quasi, wir haben hier Klodeckel. Also, lasst ein Abo da, abonniert, wenn ihr noch nicht gemacht habt, und haut was in die Kommentare, wie ihr das macht. Große, kleine, mittlere Campingplätze, was eure Favoriten sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, ciao. Tschüss.